Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes kleines Toy, das uns ein Schneider basteln kann. Und zwar haben wir hier die Lieblingsplüschente. Und was kann die? Haltet ein Schläfchen mit Quarki, eurer Lieblingsente. Hört sich auf jeden Fall mal interessant an. Wir werden gleich gucken, was man da genauso macht. Bevor wir das aber uns anschauen, gucken wir mal, wo wir die herkriegen. Ihr könnt das Ding im AH kaufen. Kostet jetzt hier auf dem Server Marktwert 5600 Gold. Nicht sonderlich teuer. Oder ihr könnt euch das auch hier bei den Arbeitsaufträgen herstellen lassen. Und da kriegen wir es eigentlich immer ein bisschen günstiger. Und zwar haben wir das einmal hier rausgesucht. Und hier seht ihr, sind die Mattkosten gerade mal knappe 400 Gold. Das sind alles Sachen, die ihr euch im Auktionshaus kaufen könnt. Also eine relativ günstige Angelegenheit. Und ob ihr jetzt 5000 Gold zahlt oder 400, ist jetzt euch überlassen. Meistens dauern die Arbeitsaufträge nur ein paar Minuten, bis die erfüllt sind auf halbwegs vollen Servern. Und wenn ihr dann noch ein bisschen Trinkgeld gibt, ein paar hundert Gold, dann machen die meisten euch das relativ schnell. Denn den meisten geht es nicht ums Gold, sondern um die Skillpunkte, die ihr kriegt beim ersten Mal herstellen, oder auch um die Weekly Quest, wo ihr dementsprechend ein paar Aufträge erfüllen müsst. So, dann gucken wir uns jetzt erstmal das Ding an, lernen wir es einmal und dann schauen wir mal an, was wir da machen. Also, wir müssen jetzt ein Schläfchen halten. Gehen wir mal ein bisschen näher hin. Ich hätte mir da vielleicht irgendwo einen besseren Platz aussuchen sollen für. Blenden wir mal das Interface aus. Ihr seht, ich schlafe da und habe dann meine Plüschente einmal in der Hand. Gut, ich sag mal so, die Griffel schauen am Hinterteil der Ente raus. Ob das natürlich jetzt alles so ganz geplant war von Blizzard, ist jetzt die Sache. Aber sie haben es nett gemeint. Ne? Man schläft quasi mit seiner Ente. Wäre noch cooler, wenn man die irgendwie so im Arm hält oder irgendwas. Aber da war anscheinend das höchste der Gefühle, dass die so in der Hand drin klebt. Ja, ist eine nette Idee. Die Umsetzung ist eher so medium, würde ich mal behaupten. Man hat auch einen Buff drauf, habt ihr eben gesehen. Aber mir geht es ja tatsächlich mehr ums Sammeln und das ist wieder ein Toll mehr. Und ja, damit sind wir am Ende von dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.